Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Video für dich und zwar habe ich hier ein Rossmann-Haul mit nachhaltigen Produkten. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe bei Rossmann online bestellt, weil ich mir die Essence Surprise Box sowieso bestellt habe und habe da noch ein paar Dinge hinzugefügt. Nachhaltigkeitspunkt Nummer 1, nur das bestellen, was du wirklich brauchst oder was halt jetzt gerade einfach mal sein musste. Zum Beispiel musste es sein, keine Ahnung, ob es sein musste, aber ich wollte es gerne haben, von Revolution diese Lidschattenpalette, voll Frenzy Creation, die fand ich ganz cool. Die ist auch tierversuchsfrei und ja, das macht das Ganze irgendwie halt auch ein bisschen grüner für mich, sage ich mal. Ja. Ne, es ist jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt, weiß Gott, wie umweltfreundlich wäre. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber es ist eine cruelty-free Marke, deswegen ist es hier nicht unbedingt nur ein Nachhaltigkeits-Haul, sondern auch so ein bisschen ein Freundlichkeits-Haul. Das sind auf jeden Fall ziemlich coole Töne, die ich in diesem Look auch verwendet habe. Das habe ich auch abgefilmt, wird auch noch online kommen. Und ja, ne, fand ich ganz interessant. Es sind nur Folien-Lidschattentöne, sehr schwierig aufzutragen mit dem Pinsel, mit dem Finger. Guckt euch das Video an. Es ist eine Herausforderung, aber es ist eine schöne Palette, die natürlich auch bei mir bleiben darf. Dann habe ich mir etwas geholt, was ich sehr, sehr interessant fand. Und zwar von NAE oder NAE. Das feste Shampoo reparierend. Das hat eine vegane Formel und das ist für trockenes Haar geeignet. Und ich muss gleich mal eben kurz gucken. Ich glaube, mit Aloe Vera Duft sollte das sein. Nee, mit Olivenduft, genau, tatsächlich. Und ja, das wollte ich einfach mal austesten, denn es ist dann durchaus nachhaltiger, wenn man eben nicht Tubenshampoo nimmt, weil das möchte ich jetzt auch in Zukunft vermeiden zu kaufen. Wenn es in Boxen drin ist, wird es auch verwendet oder in Tausch-Trash-Paketen, wie auch immer. Aber selber versuche ich auf feste Shampoo umzusteigen. Es sieht aus wie eine Stückseife und man braucht dafür entweder ein Seifensäckchen in der Dusche oder halt eine Seifenschale, ein Seifensäckchen habe ich in der Dusche hängen, deswegen kommt es da auch rein. Das duftet wirklich sehr, sehr angenehm und da bin ich extrem gespannt drauf, wie das funktioniert. Und ja, deswegen, das wird ausprobiert und dann auch im Aufgebraucht-Video gezeigt, sobald es aufgebraucht ist. Zertifizierte Naturkosmetik nach dem Cosmos Organics Standard, 100% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs inklusive Wasser. 36% aller Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau. Ja, und der Augenkontakt sollte natürlich vermieden werden. Dann habe ich ein Produkt geholt von Sanotact und das sind Bierhefetabletten. Bierhefe ist ein Produkt, was quasi gut für Haut, Haare, Nägel ist. Also das sind ja diese ganz bekannten Geschichten, was Oma, Opa, wie auch immer, damals immer genommen hat. Und Bierhefe wird hergestellt, indem man quasi die Abfälle von der Brauerei wieder aufbereitet und dann quasi die Bierhefe, die beim Brauprozess hinzugegeben wurde, wieder extrahiert und rauszieht. Und das kann man halt zum Beispiel in der Nahrungsmittelindustrie oder Gesundheitsindustrie, wie auch immer, einsetzen. Und ja, hat man auch öfters mal so in Hundefutter zum Beispiel drin, so Bierhefe, Bierhefeextrakt und sowas. Es ist halt total natürlich. Dementsprechend ist es für mich auch eine nachhaltige Geschichte, weil es ja Rohstoffverwertung ist, Weiterverwertung. Und ja, da gibt es halt das hier bei Rossmann, die Bierhefetabletten. Die hole ich mir, die nehme ich. Und ja, nehme ich immer so eine ganze Weile lang schon. Ich weiß nicht, 3 Jahre nehme ich das schon jeden Tag. Und da muss ich wirklich sagen, dass mir das gut tut. Meinen Haaren geht's gut, meinen Nägeln geht's gut, meiner Haut geht's immer mal wieder schlechter, immer mal wieder besser. Aber ich glaube, da können die Tabletten auch nicht viel dran machen. Ja, wer Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen möchte und wer nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich nehme die, das ist von Natur aus mit 6 B-Vitaminen, 100% natürlich. Klassiker mit Biotin für schöne Haare und gesunde Haut, läuft. Ne? Also da brauche ich jetzt nicht irgendwie so chemisches Krams, da reicht auch einfach das natürliche Bierhefeprodukt, finde ich. So, apropos natürliches Produkt, das hier kam ohne Verpackung an. Das ist einfach eine Nagel-Saubermachvieh. Das ist halt hier Holz, aber es ist irgendwie beschichtet. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut, das ist halt dann wahrscheinlich auch einfach, um das Produkt zu schützen, damit es halt nicht jetzt irgendwie gammelt.
macht dann ja auch Sinn. Das ist von For Your Beauty und das erste Nachhaltige ist natürlich, dass es ohne Verpackung ankommt. Es kommt ganz genau so und dann hast du es hier halt mit natürlichem Holz hier drin. Ich glaube, das hier sind aber Kunststoffborsten. Ich glaube nicht, dass es natürliche Borsten sind, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen teuer. Cool finde ich, dass du das hier so abgeschrägt hast. Dann kommst du halt so richtig unter die Fingernägel drunter und ja. Eine Nagelbürste kann jeder gut gebrauchen. Wir sind am Renovieren, wir sind im Garten. Wir brauchen eine Nagelbürste, Leute. Etwas für den Haushalt habe ich mir geholt von Domol. Das sind 30 Tabs in wasserlöslicher Folie. Eco-Geschirrreiniger-Tabs. Das sind einfach ganz normale Spülmaschinen-Tabs, mit der ich mein Geschirr sauber machen kann. Ich finde es zum einen nicht nur ökologischer, sondern auch praktischer, wenn du es in wasserlöslicher Folie hast. Dann hast du nämlich keinen Müll, den du wegschmeißen musst und du musst das Ding auch nicht auspacken. Als mein Freund das erste Mal benutzt hat, hat er das Ding ernsthaft versucht auszupacken. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, ernsthaft. Das ist ohne Parfüme, Farbstoffe oder Konservierungsstoffe und hier hast du wirklich alles in einem Tab drin. Alles ist super, du hast ein Eco-Label, du hast den blauen Engel mit drauf. Weiß ich nicht, finde ich irgendwie freundlich, ne? Deswegen, ja, hole ich mir die immer wieder gerne und von Domol sind die halt auch einfach ein bisschen günstiger. Deswegen dürfen die einfach mal mit. Dann habe ich gesehen, dass Alterra, jetzt habe ich hier, oh nein, ich habe mich hier eben geschminkt, jetzt habe ich hier überall wahrscheinlich Foundation an den Ellenbogen, war. Ich weiß nicht. Alterra hat auch Nagellacke rausgebracht, was ich super interessant finde. Sie sehen nicht nur natürlich aus, sie sollen es auch tatsächlich sein. Du hast hier so einen Holzdeckel, was ich mega schön finde. Die Farbe finde ich ultra geil. Also das kann ich mir auch einfach... Moment, es ist einfach die Farbe, die ich auf meinem Finger trage. Verdammt! Das ist der Daisy-Nagellack, den ich hier drauf gemacht habe. Oh nein, wieso ist es dieselbe Farbe? Das war jetzt dämlich, ne? Ach, Claudia. Das ist die Farbe 10 Charming. Das ist natürlich wunderschön, aber ich habe ihn jetzt ja offensichtlich schon. Das heißt, den hier packe ich jetzt in diesem Video in die Verlosung, denn es gibt hier gleich noch was zu gewinnen. Mist. Es ist mit Bio-Arganöl, es ist zertifizierte Naturkosmetik, es ist vegan, es ist green, green, green und es ist echt eine coole Farbe. Aber jetzt, wo ich es gerade erst sehe, ich habe mir den Nagellack heute Morgen jetzt drauf gemacht, Leute. Ich bin echt ein Trottel manchmal. Okay, ja, ne? Schöne Farbe. Dann haben wir hier etwas drin, was ein Haushaltsprodukt ist, und zwar von Domol, das Spülmittel Balsam für strahlendes Geschirr. Was ist hier dran grün? Nun ja. Es ist hergestellt aus 100% recyceltem Plastik, also die Flasche hier. Das Produkt ist nachhaltig und umweltverträglich hergestellt und die Verpackung ist recycelbar. Dementsprechend ist es für mich ein gutes Produkt, was halt auch in dem Sinne nachhaltig ist. Und dann greife ich lieber zu solchen Produkten als zu irgendwelchen Chemiekeulen. Jo, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist halt auch gut für die Finger. Ich meine, gerade jetzt, du bist ja viel am Hände waschen, Hände desinfizieren. Da brauche ich jetzt nicht ein scharfes Spülmittel oder so. Das mag ich einfach nicht. Deswegen kann man sowas auf jeden Fall empfehlen. Ja, das ist mit einer starken Fettlösekraft und schonempfindlicher Haut. Ja, läuft. Hatten wir schon ein paar Mal öfter. Ist gut. Was steht denn hier oben drauf? Warte mal. Hergestellt aus 100% recyceltem Plastik. Oh, guck mal, hier ist nochmal so ein Informationsvieh. Ja, alles total green hier. Dann habe ich etwas geholt, was ich sehr interessant fand. Und zwar das Mikrofaserreinigungstuch mit der 3-in-1-Wirkung Massage, Reinigung und Peeling von Isana. Ja, auch die haben jetzt solche Abschminktücher, was ich cool finde. Ich schmink mich ja nur noch mit solchen Produkten ab, beziehungsweise verwende nur noch wiederverwendbare Wattepads. Bei Nagellack entfernen wird es immer schwieriger, wobei ich da ja dieses Pöttchen habe, wo ich immer meinen Finger reinmachen kann. Funktioniert bei den Füßen eher nicht so gut. Da muss ich dann immer noch ein bisschen was anderes nehmen, mal gucken. Ne? Also ich habe noch eine Packung Wattepads da, die ich mal irgendwann in einem Trash- oder Tauschpaket mit drin hatte. Und wenn die leer ist, werde ich mir aber keinen neuen nachkaufen. Dann werde ich mich an dem bedienen, was ich hier zu Hause habe. Ja, aber das finde ich auf jeden Fall cool. Und das wollte ich mir mal angucken, wie das so ist. Passt auf jeden Fall auch gerade in unser neu gestaltetes Badezimmer, denn das habe ich jetzt in türkishellblau und dunkelgrau gestaltet. Ja, das ist so ein großes Tuch. Fühlt sich an, wie Mikrofaser sich anfühlt. Das heißt, so meiner Fingerhaut bleibt da so ein bisschen dran hängen, weil die halt ein bisschen rauer sind, ne? Ja, aber kann man super zum Abschminken verwenden. Finde ich gut von der Größe, passt das ganze Gesicht drauf. Ich würde mir tatsächlich das nicht nur mit Wasser machen, ne? Also ich mache sowas dann gerne mit einem Abschminkprodukt in Kombination, was dann wahrscheinlich nicht Sinn und Zweck der Geschichte ist, weil du kannst ja auch das Ding einfach für 30 Sekunden aufs Gesicht legen, warten und dann anfangen zu rubbeln. Aber das funktioniert bei mir meistens nicht. Angeblich nur bei 40 Grad waschbar. Ich mache es bei 60 Grad in die Maschine. Und Weichspüler sollst du nicht verwenden. Ich habe eh eine Waschkugel, ich verwende keinen Weichspüler mehr. Jo, freue ich mich drauf. Das wird gut. Du kriegst es nie wieder so in die Verpackung. Nie wieder. Ich verstehe echt nicht,
Das machen Maschinen. Ich krieg's nicht wieder so rein. Als nächstes habe ich mir zwei Sachen von Inner Bio geholt. Das ist einmal der Gemüseriegel Tomate und Oregano. Das ist dieser hier aus kontrolliert biologischem Anbau. Es ist für mich ein nachhaltiges Produkt. Und das wollte ich mal probieren. Und nachtrinken werde ich mit dem Inner Bio Aronia Schutt. Das ist dieser hier, der ist vegan. Das ist in der Glasflasche. Ne? Das ist alles sehr schön. Auch das aus kontrolliert biologischem Anbau. Gucken wir uns zuerst den Riegel an. Habe ich schon erwähnt, dass ich Hunger habe und hier die Degusta-Box noch neben mir stehen habe? Okay, ja, das sieht so ein bisschen aus wie zusammengepresste Tomatensoße, oder? Ich meine, gut, wenn es mit Tomate und Oregano ist, dann ist es ja wie Napoli, ne? Riecht doch wie Napoli-Soße. Gucken wir mal, ob das schmeckt. Ernsthaft, das schmeckt wie Napoli-Soße. Nicht ganz so meine präferierte Sorte. Naja, jetzt trinken wir mal den Aronia-Shot. Fruity Power. Hat, glaube ich, mega viel Vitamin C drin. Prost. Ui, da ist ja Ingwer mit bei. Das habe ich nicht erwartet. Oh, nö. Ich dachte, das wäre nur mit Aronia. Boah, das ist aber scharf. Puh, vielleicht sollte man sich erst die Zutatenliste durchlesen. 55% weißer Traubensaft, 20% Aroniasaft, 20% Himbeersaft und 4,85% Ingwersaft. Ja, und hier ist sogar eine Ingwerknolle abgebildet. Gut, dass ich das nicht gesehen habe. Zum Verschenken habe ich mir übrigens diese drei hübschen bestellt. Das sind die Revolution Osterhasen. Ich mache die jetzt trotzdem mal vorsichtig auf irgendwie. Ich möchte die ja schon irgendwie im Video zeigen. Sonst hat Revolution ja immer diese Ostereier. Übrigens ist Revolution oder iHeart Revolution auch tierversuchsfrei. Da haben wir einmal den goldenen, der heißt Stardust. Sternstaub. Wenn man die so aufklappt, hat man hier die verschiedenen Farben, die mich jetzt auch gerade an mein heutiges Augen-Make-up etwas erinnern. Richtig schön. Und dieses Puschelschwänzchen hinten dran ist doch niedlich. Dann haben wir hier das weiße Häschen, das heißt Fluffy. Das hat hammermäßig schöne Ostertöne. Dieses Pastellige ist auch wundervoll. Richtig, richtig klasse. Oh, dieser lila Ton ist auch hammermäßig, ne? Der Glitzerton da oben. Und als drittes haben wir das rosa Häschen. Das heißt Blossom. Richtig, richtig hübsch gemacht, finde ich. Das hat auch so österliche Farben, aber nicht so extrem wie Fluffy, muss ich sagen. Damit kannst du hier auch schöne Alltags-Make-up schminken. Aber dadurch, dass du hier noch ein richtig schönes Schwarz mit dabei hast, kannst du noch richtig dunkel werden. Wie sollte es auch anders sein? Natürlich geht Fluffy in diesem Video in die Verlosung mit rein. Alles, was du dafür tun musst, ist, dass du mir einen lieben Kommentar da lässt und einfach einen Hashtag verwendest, den ich dir unten mal in die Infobox reinschreibe. Ne? Am besten noch ein Däumchen nach oben geben und natürlich solltest du Abonnent meines Kanals sein. Das bist du entweder schon oder wirst du hier unten. Fände ich richtig cool, wenn du mitmachen würdest. Und ja, ne? Viel Erfolg, viel Spaß und viel Glück. Zwei Sachen habe ich noch. Es sind Haushaltsprodukte. Da habe ich einmal von Surich die Essig-Essenz für die gute Küche. Das ist etwas, was meine Oma immer schon hatte, was meine Mama immer schon hatte und was wir auch irgendwie immer im Haus haben. Das ist nicht nur zum Reinigen, sondern auch, du kannst es wirklich zum Reinigen nehmen, du kannst es zum Essen nehmen, du kannst es über Salat machen, du kannst es ins Essen reinmachen, wenn du Sauerbraten machst oder so. Deswegen, allein weil das so ein Allround-Produkt ist und weil das halt so ein natürliches Produkt ist, finde ich, dass es sehr, 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 sehr nachhaltig ist. Die schreiben auch Surich und Nachhaltigkeit, alle Infos unter surich.de/umwelt, da kannst du dir auch nochmal alles durchlesen. Du hast hier wirklich nur Wasser drin und als Säuerungsmittel die Essigsäure. Was ich schade finde, damals war das immer in Glasflaschen. Mittlerweile hast du das jetzt in Plastikflaschen drin. Ne? Also das, ich hatte eigentlich gedacht, das ist quasi in einer Glasflasche käme. Recyceltes PET hat natürlich die Flasche, okay. Wird von uns immer wieder gekauft und weil wir es brauchten, habe ich es geholt und das gehörte einfach jetzt auch in diesen Haul mit rein. Und das letzte Produkt ist eins von Frosch. Das ist ja wohl die klassische Marke, die immer in solchen Hauls in die Kamera gehalten wird. Hier haben wir den Zitrusreiniger für Dusche und Bad. Kalklösend mit Zitronenfrische. Ja, also das ist einfach sowohl in der recycelten Flasche als auch von den Inhaltsstoffen her. Wir haben kalkhaltiges Wasser, wir brauchen Kalkreiniger und da greife ich doch deutlich lieber zu Frosch als zu irgendwelchen Chemiekeulen. Da fühle ich mich wohl mit. Das war ein kleiner, aber feiner Haul.
zum Thema Nachhaltigkeit bei Rossmann. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Bleib gesund und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!